Es geht gerade wieder ein bisschen bergauf. Und ja, minimal nur. Und ich habe schon wieder einen Haufen Gedanken im Kopf. Ich war letztens bei einer Freundin und da haben. Oh, müssen wir erstmal Luft holen hier. Moin! Das macht mehr Spaß! Ich weiß, aber ich muss nach Thüringen, da kommen noch ein paar Hügel. Zeigt der Hund auf den Berg und sagt, runterwärts macht mehr Spaß. Nee, runterwärts macht keinen Spaß, hochwärts macht Spaß. Auf jeden Fall bei einer Freundin und die hat jemanden da, die Wasserfilteranlagen vorstellen und sowas. Und die Dame, die das dann vorgestellt hat, hat zum anderen auch gesagt, was denn Wasser, wie viel das aufnehmen kann, wie viel es abgeben kann und so weiter und so fort. Und unter anderem auch, dass diese ganzen Weichgetränke, also Limonade, Cola, Brausen, Bier und so weiter und so fort, mit Kohlensäuren gar nicht so gesund sind, weil da Kohlensäure drin ist. Und laut ihrer Aussage, ich kann das natürlich nicht überprüfen, oder beziehungsweise ich habe es noch nicht überprüft, aber ich würde es gerne mal wissen, ist Kohlensäure ein Abfallprodukt aus der Industrie. Und dann hat sie halt so gemeint, naja, dann schüttet mal euer Wasser, eure Limonade, euer Bier und wartet, bis die Kohlensäure raus ist. Und probiert dann mal. Und dann merkt ihr, dass es gar nicht mehr schmeckt. Und da habe ich mal so drüber nachgedacht und habe mich mal zurückerinnert, wenn ich mal irgendwie eine Cola oder eine Brause irgendwie länger offen stehen lassen habe, habe ich das dann probiert. Bei Bier nicht so. Bei Bier ist es, finde ich das jetzt, macht das keinen Unterschied. Aber bei Cola oder bei Wasser, es schmeckt gar nicht. Und sie hat dann halt so gemeint, dass diese Kohlensäure unsere Geschmacksnerven auf der Zunge sozusagen in Anführungsstrichen kurzzeitig betäubt. Dieses Prickeln und sowas alles. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Also ich trinke so oder so schon seit, ach, keine Ahnung wie lange. Egal was ich jetzt sage, es wäre glaube ich alles gelogen. Seine Ewigkeit Wasser. Ja, zwischendurch auch nochmal Cola oder eine Brause. Aber eher, Verzeihung, sie sind mich direkt aufstoßen. Und nochmal, aber eher selten. Also da muss ich wirklich dann mal so einen Hieper drauf haben, wo ich sage, jo, jetzt mal eine Brause. Auf jeden Fall würde ich gerne mal von euch wissen, ob ihr auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht sogar in Anführungsstrichen fundiertes Wissen habt. Ach du Scheiße, wo muss ich lang? Jetzt muss ich schon wieder anhalten. Ja, ob ihr da irgendwie fundiertes Wissen habt oder eine Idee, wo man das vielleicht mal überprüfen könnte. Weil Kohlensäure im natürlichen Zustand, glaube ich, gibt es nur bei Bier. Weil es gibt ja Biertraditionen von über 600 Jahren und ich glaube nicht, dass die irgendwo Kohlensäure, das Bier mit Kohlensäure versetzt haben. Ein Glück habe ich im Bart, dann sieht man mein Doppelkinn nicht. Weil die Kohlensäure, die im Bier drinne ist, die muss ja durch diese Bakterien, durch die Hefebakterien oder sowas automatisch gekommen sein. Oder Hopfenbakterien, was weiß ich. So, nicht mehr lange labern. Ich habe gesagt, ich will Kilometer machen. Mache ich jetzt auch. Übrigens ist mir eingefallen, dass ich ein übelstes Arschloch bin. Oder ein Idiot. Weil ich habe euch doch vorhin auf der Bank, wo ich hier die Handyhalterung repariert habe, gezeigt, dass da Müll liegt. Hätte ich vielleicht auch mal mitnehmen können, logischerweise. Ich verspreche beim nächsten Mal, wenn ich sowas sehe und anhalte, weil ich kann nicht jedes Mal anhalten, wenn ich Müll sehe, dann komme ich gar nicht voran. Dann nehme ich dir mit. Versprochen. Hoch und heilig. In diesem Sinne, bis später.